Kitchener Norden liegt unsere Stadt, die starke Fußballspieler hat. In Garching spielt der VfR, für ihn schlagen Herzen immer. Ja, herzlich willkommen zum VfR TV. Das Spiel im Grünwalder Stadion ist aus. 2:1 Niederlage. Ich darf begrüßen unseren Coach Daniel. Hallo Daniel. Hallo, grüß dich. Auch wenn die Niederlage da ist, das Spiel an sich war sehr prickelnd, muss man sagen, als Zuschauer, als Fan. Als VfR Garching-Fan ist es natürlich ein bisschen unglücklich. Wie hast du das Spiel gesehen? Ich bin völlig ärgerlich heute. Ich bin stinkesauer, weil uns halt einfach mindestens ein Punkt durch die Lappen gegangen ist, wenn nicht sogar drei. Waren erste Halbzeit klar die bessere Mannschaft. Und müssen da 1-0 in Führung gehen. Der Gegner hat überhaupt gar kein Mittel gehabt gegen uns, gegen unsere hohe Verteidigung. Wir haben super gespielt, die Jungs haben ein bisschen Arsch aufgerissen. Dann muss man leider sagen, ist uns, glaube ich, am Anfang der zweiten Halbzeit, so nach fünf Minuten, ist uns ein bisschen der Sprit ausgegangen. Man muss sie direkt wechseln. Und dann haben wir halt einfach ganz, ganz dumme Tore kassiert. Wir haben einen Einwurf vorne an der Eckfahne vom Gegner und ziehen zweimal das Foul nicht. Und dann darf der durchmarschieren, Pass spielen und dann ist die Abwehr in der Not. Gehen sie das Risiko auf einen Schnittstellenpass oder lassen sie ihn schießen und dann macht er auch noch einen Sonntagsschuss in den Winkel. Und im Endeffekt ist fast das Gleiche, nur dass sie es da mit Passspiel gelöst haben beim zweiten Tor. Und, aber dann sind wir ja auch wieder zurückgekommen. Ja, das ist halt die Moral der Mannschaft. Wir haben ja auch da nichts mehr zu verlieren. Und wenn man sieht, was wir denn in der ersten Halbzeit gemacht haben, dann muss man mit den Chancen hier einfach was mitnehmen. Wir haben einen Pfostenschuss, der Gix kommt 5 Meter vom Tor frei zum Kopfball, Eisi um 2 Zentimeter vielleicht nicht an den Ball dran und schießt dann ins leere Tor. Es waren halt genug Sachen da, wo man wirklich was machen muss. Und dann kommen wir sicherlich am Schluss wieder zurück, machen ein super Freistoßtor und dann haben wir noch die Chance. Stefan Nebrato, Kopfball von 5 Metern, keine Ahnung, ob er aus dem Licht kam oder sonstiges, aber blank vom Tor, dann hält der Torwart einen riesig und dann gehst du volles Risiko. Jetzt ist es leider so, wir haben 2-1 verloren. Wie gesagt, die Niederlage ärgert mich massivst. Vor allen Dingen, weil heute wäre es genau das gewesen, was wir uns gewünscht hätten. Ein super Abschluss von einem Mega-Jahr. Wir sind im Soll immer noch mit den Punkten, aber das ist ja völlig egal. Du agierst von Spiel zu Spiel und das Spiel ist das, was dich interessiert. Und die Punkte, natürlich, die interessieren mich dann über den Winter oder die nächsten Wochen. Aber während des Spiels willst du das Spiel gewinnen oder was holen. Kommen wir ganz kurz bei dieser Kälte auch auf die Fans. Hast du es unten denn wahrgenommen, die Anfeuerungsrufe? Es waren ja doch sehr viele Garchinger auch dabei. Ja, dadurch, dass von den 60er-Fans auf der Gegenseite recht krasser Support auch war, das ganze Spiel über hat man dadurch, dass man als Trainer da wie in so einem kleinen Käfig drin ist, von hinten nicht viel mitbekommen, muss ich ehrlich sagen. Ich habe so zwischendurch, wenn die mal ein bisschen ruhiger waren, mal was gehört. Auf jeden Fall, wie gesagt, wahnsinnig zahlreich viele Zuschauer von uns. Ich würde es fast mehr sagen als beim Bayreuth-Heimspiel letzte Woche insgesamt. Aber nein, das ist super. Ich meine, hier zu spielen als Münchner für die Münchner Jungs und auch für die Zuschauer, die alle von hier kommen, ist es sicherlich was Besonderes, seinen Verein hier in dem Stadion zu sehen. Und nochmal danke, dass du Zeit hattest. Für euch noch eine Info. Natürlich wird Daniel Weber sich wieder die Zeit vor Weihnachten nehmen zum großen Interview und uns ein paar Fragen beantworten. Bis dahin, auf Wiedersehen und Dankeschön.